Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was ich heute Morgen im Stream gebaut habe. Und deshalb schauen wir uns das einfach mal hier ein bisschen an. Das ist alles heute Morgen entstanden auf dem Vikings City Build Server, den ich gehostet habe. Wir haben hier verschiedene Häuschen, die alle so ein bisschen in der Natur eingebaut sind. Wir haben einen kleinen Türmchen, einen Wachturm und einen Landungssteg für das erste Boot, das vielleicht auch irgendwann demnächst kommt. Dann habe ich hier noch einen kleinen Marktstand mit Feuer. Hier können wir gerade mal in so ein Haus reingehen. Hier sind die Betten schön versteckt. Oh. Ja. Das war nicht so gut. Die Betten sind schön versteckt, ja, dass man auch ein bisschen seine Ruhe hat. Und ja, dann gehen wir mal gerade rüber ins Haupthaus. Und alle Häuschen sind schön verbunden. Hier haben wir das Haupthaus. Schön mit Sitzen, dass wir hier auch gut tagen können. Dann habe ich hier... Moment, ich gehe mal gerade ins andere Häuschen, weil da haben wir auch noch ein bisschen Bevölkerung. Hallo? Hier haben wir auch noch ein Häuschen, ja, hier so mit ein bisschen Arbeitsbank, mit einem Kochtopf und ein paar Betten. Es ist wirklich nur ein kleines Spotlight von dem Server, um euch ein bisschen Lust drauf zu machen. Und es wird demnächst noch viel mehr hier kommen. Wir sind dabei, da oben auf dem Berg seht ihr noch was. Hier ist auch schon Bevölkerung da, servus. Wir haben sogar ein paar Bücher reingestellt, dass die Villager vielleicht sich auch entwickeln können. Keine Ahnung, ob das geht. Und dann haben wir hier hinten noch eine kleine Schmiede. Die ist aber nicht bewohnt. So, hier die Schmiede. Alle so ein bisschen eingebaut. Was jetzt gerade noch am Wachsen ist, ist hier das Feld. Das hatte ich am Anfang ganz vergessen. Ich habe gar nicht an Essen gedacht. Da habe ich noch ein Feld angelegt. Ja. Das ist so eigentlich schon alles. Ich habe überall drauf geachtet, dass ich so ein bisschen kleine Details mit reinmache. Ja. Ich finde es sehr gelungen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Oder einfach alles. Und wie gesagt, es wird hier weitergehen. Wir haben hier angefangen, den Berg hier mal zu umrunden mit einer Brücke, einem Weg. Wenn ihr euch den Berg anguckt, dann seht ihr, hier ist kein Stein mehr auf dem anderen. Also hier ist alles ein bisschen umgebaut, alles ein bisschen dekoriert, schön gemacht. Hier auf der anderen Seite auch. Die Ranken, die holen sich halt den ganzen Berg irgendwie. Aber es wird alles in dem Design rechts unten sein. Also links oben den Berg, den müssen wir alles noch bearbeiten. Es wird noch einen Haufen Zeit dauern. Dann haben wir, ich gehe mal gerade dahinter, da haben wir hier noch ein kleines Häuschen gebaut. Für den Schweinebauern, auch so Wikinger-Style. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Wenn ihr Tipps habt, dann schreibt mir die doch gerne in die Kommentare, nicht wahr? Ja, wäre schön. Hier eine Trapdoor. Schweinestall. Ist cool. Hat mir richtig gut gefallen, dass es geht. Die kommen auch nicht raus. Hier haben wir natürlich auch schon wieder ein bisschen dekoriert. Ein paar Plätze zum Sitzen, ein paar Betten. Alles da, was man braucht. Und dann haben wir hier oben noch unser großes Gemeindehaus. Da laufe ich jetzt gerade noch mal schnell hoch. Oder das Gemeinschaftshaus eigentlich. So, dann. Hier unten kommt noch ein Hafen hin. Deshalb ist hier schon mal vorbereitet. So, hier. Alles so ein bisschen in die Landschaft reingebaut. Das ist auch ganz gut. So, hier haben wir das große Gutshaus, Gemeindehaus, keine Ahnung. Das habe ich heute Morgen noch ein bisschen umgebaut. Und der Jürgen Racex, der Dark Racex YouTube, der hat es eigentlich gebaut. Ich habe hier oben die Decken mal aufgemacht, dass man auch bis nach oben sehen kann. Hier sind schöne Stühle, eine Bank. Und noch ein bisschen Deko. Ein schönes Feuer, weil der Raum ist recht groß. Der muss natürlich auch geheizt werden.
Hier haben wir schon mal eine Übersicht, wie es hier aussehen kann. Und wie es hier auch bald aussehen wird. Ja. Also das wird hier alles noch umgebaut. So. Ja, so viel dazu. Die Kirche ist noch nicht so weit. Da nehme ich euch ein andermal hin mit. Aber sie macht schon recht heftige Anstalten. Das ist Anlehnung an die Stabskirche in Norwegen. Schaut's euch einfach mal an. Das wird noch viel schöner. Da kommen natürlich auch noch Haufen Details rein. So, aber das soll's von heute für heute gewesen sein. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen zwischen, ich sag mal, zwischen 7 und 10 rein. Da wird es wieder einen Livestream von der Karte hier geben. Haut rein, macht's gut. Auf Twitch, ja. Twitch.de oder /VarunaLP. Mein Kanal findet ihr auch in der YouTube-Beschreibung. Also haut rein, macht's gut und bis morgen. Ciao.